Es kann einfach nicht mehr wahr sein. Wir werden unsere Prozesse überprüfen, um zukünftig weitere Fehler zu minimieren, hatte EA letzte Woche in einem großen Statement zum Lionel Messi-Fail hingelegt. Ja, und jetzt innerhalb von 24 Stunden zwei weitere krasse Fehler. Den krassesten siehst du hier schon. Die Road to the Final Karte von Teller war ja ursprünglich 86er Rating und ja, mit einer Price Range von 480.000 Münzen auf dem Markt. Ironischerweise wurde die Karte zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Tagen umgewandelt. Erst war es, bevor das Road to the Final released wurde, wurde die Silberkarte zur Road to the Final Karte in euren Accounts einfach so umgewandelt. Jetzt ist es so, ja, der umgekehrte Weg. Ich denke mal, EA wird vielleicht irgendwie versucht haben, diesen Fehler zu korrigieren. Und was ist passiert? Alle Road to the Final Karten auf dem Transfermarkt, in euren Vereinen wurden wieder zur Goldkarte zurück oder wurden zu einer Goldkarte gewandelt, nichts zurückgewandelt, die wurden zu einer Goldkarte gewandelt. Wie kann das sein? Ja, mittlerweile ist es so, dass wir hatten jetzt, als der Fehler dann passiert ist, vor circa einer Stunde waren die Tellers für 30k drauf. Jetzt mittlerweile ist es so, die Karten werden Stück für Stück aufgekauft. Ich kann mir vorstellen, dass sehr, sehr viele Spieler hier wieder versuchen, auf die Erstattung zu oder auf die Erstattung gehen, dass sie sagen, ey, ich gebe jetzt hier 22.000 Coins für den Teller aus und kriege die dann von ihr erstattet. Ich rate euch hierzu, wenn da ganz von ab, ja, ich will niemanden dazu verleiten, jetzt hier irgendwelche in Käse zu machen. Aber jetzt ist er schon wieder umgewandelt. Ja, ihr habt es gerade gesehen, jetzt gibt es die Road to the Final Karte für 30.000 Münzen auf dem Markt. Jetzt in dem Moment gleich der nächste Fehler. Ja, die Road to the Final Karte war bei 55.000 Münzen bevor diesem Fail. Ja, ich zeige euch hier mal von einem Kumpel von mir, vom Fatih, der ist ein hervorragender, der ist unter den Top 5 Tradern auf der Welt, hat 500.000 Coins minus gemacht, weil er sich die Road to the Final Karten vom Teller gekauft hatte für 55k auf dem Markt, hatte sie dann gelistet. In der letzten Stunde kam dann der Fehler, dass alle diese Karten in die Gold-Karten umgewandelt wurden, hatten erst eine Preisrange von 480k, die Road to the Final, und bei der Goldkarte ist dann die Preisrange runtergefallen auf 30k. Heißt jetzt, alle seine Karten haben sich verkauft, sie sind jetzt weg, er hat eine halbe Million oder eine halbe Million Coins verloren, weil eben sein Einkaufspreis bei 55 war und die Preisrange schon runtergesetzt wurde. Jetzt haben sie es wieder, so wie es aussieht, zurück umgewandelt. Gib gerne mal dem Video einen Daumen nach oben, wenn du es genau wie ich nicht mehr verstehen kannst, was ihr denn hier macht. Es muss doch irgendwie ein Saboteur sein in ihren Reihen. Ich verstehe es nicht. Ja, wir hatten jetzt Messi-Fail, dann kam der Teller Silber zu Road to the Final, dann heute von Gold zu Road to the Final, jetzt wieder zurück zu Road to the Final mit der Price Range, sage ich mal 30k, okay. Gibt es jetzt gar keinen mehr, 521k. Jetzt gibt es den Road to the Final auf dem Markt für 480k zu kaufen, aber für günstiger dann auch zu erbieten. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe mir nämlich einen Teller vorhin gekauft, testweise, wie der jetzt aussieht. Zack. Ah, der ist noch Gold. Also ich habe den Teller Gold jetzt hier. Ja. Ey, was sagt man denn dazu? Also ich habe mir den vorher für 30k. Ich wollte ihn eigentlich nicht kaufen, das muss ich dazu sagen. Ich habe es nur getestet, wie schnell, ob der weggeht, ob der aufgekauft wird. Hintergrund ist der, diese Compensation Hunter haben mittlerweile eine ganz neue Möglichkeit entdeckt. Das war beim Shelby schon so, vor, keine Ahnung, 4 Wochen, als die Winterwildcard war, da kam doch Shelby mit der falschen Liga. Ja, die haben den dann alle aufgekauft, die falsche Liga, und haben ihre Coins komplett erstattet bekommen. Ja, und das Shelby-Objekt konnten sie behalten. So habe ich es zumindest verstanden. Und jetzt spekulieren halt viele mit diesem Teer, kaufen erstmal die Karte auf für 30k, whatsoever, und dann kriegst du halt entweder die 30k zurück oder beim Road to the Final. Da haben viele auch die Coins geschoben. Ja, da passiert so viel Betrug hintenrum und alle geiern irgendwie so ein bisschen so auf diese Compensation, was ich sehr, sehr schade finde. Aber da gibt es nicht, da will ich Ihnen jetzt auch nicht unbedingt den schwarzen Peter zu stecken, denn der liegt bei EA. Ja, man versteht es mittlerweile nicht mehr, zumal ja gestern Abend war ja ähnlicher Fehler. Hier, Guendouzi kam, wie Shelby, genauso 1 zu 1 derselbe Fehler. Guendouzi kam mit Ligue 1, also Lazio Rom aus der Ligue 1, wer kennt es nicht? Ja, kam gestern Abend dann 19 Uhr, wurde unendlich aufgekauft. Also, ich habe es mir mal angeschaut auf dem Markt, wie es so
ja, wie es so möglich ist, so einen Guendouzi zu bekommen. Und der wurde aufgekauft ohne Ende. Die Ehe hat dann den Fehler auch relativ schnell behoben wieder. Ja, haben dann ihm die richtige Liga gegeben. Lazio Rom natürlich Serie A. Aber auch hier wird es eine Erstattung geben. Ja, und mittlerweile, glaube ich, locken sich die Leute nicht mehr ein in das Game, weil sie Bock haben auf den Content, der kommt, sondern einfach nur darauf hoffen, dass es den nächsten Fehler gibt, um davon zu profitieren. Ja, wir haben auch gleich jetzt noch ein paar verpackte Aufgaben im Menü und ein bisschen so einen Ausblick auf Future Stars, was noch kommt. Bleibt bitte gern dran, schauen wir uns gemeinsam an. Denn, ja, das mit dem Teller, wenn ich jetzt hier wieder auf meine Bild nochmal zusammenfassen. Also, Teller wurde vom Silber zum Road to the Final umgeformt. Ja, okay, riesengroßes Drama, EA-Fail ohne Ende. Ja, es ist jetzt bis dato noch nichts passiert bei Teja. Und ein paar Tage später wird einfach die RTTV, also die Road to the Final Karte, zu einer Gold-Karte umgeformt. Dann ist die Price Range dementsprechend, ja, erstmal runtergesetzt worden auf 30k bei Goldkarten. Und jetzt gibt es Tellers auf dem Markt, ja, für 480k der günstigste. Ich weiß nicht, vielleicht suche ich hier irgendwie falsch. Ja, wenn ich jetzt hier ein bisschen runtergehe vom Preis, vielleicht wird es dann anders. Nee, also 480k ist jetzt der günstigste Teller. Ja, wenn jetzt einer von euch auch noch so eine Goldkarte im Verein hat, halt mir mal auf dem Laufenden, was da passiert. Ja, wie gesagt, ich habe diesen Teller einmal hier. Das ist jetzt mein Teller für die Wissenschaft. Lieber teste ich das. Ja, Hauptsache, lass einfach den Käse. Lass die Finger von dem Käse. Ja, ganz ehrlich, es ist nicht wert, hier immer auf das Ganze zu spekulieren und unter Umständen dann auch die Accounts zu riskieren. Ja, Bug abusen, führt laut AGB dazu, Glitches ausnutzen, dass die Accounts gebannt werden. Ja, wenn ihr das machen möchtet, ist natürlich, ihr seid alt genug. Ich weise euch aber hier nochmal ausdrücklich darauf hin, dass ich davon abrate und euch die Konsequenzen einfach klar sein müssen, die eintreten können. Ob dann was passiert, bei Shelby ist bis dato nichts passiert. Ja, so viel auch zu dem Thema. Aber die Leute haben ihre Coins zurückbekommen. Ja, ich bin gespannt, was der nächste Fehler ist, ob da vielleicht wieder ein Statement kommt, ob sie wieder Besserung geloben, um die Prozesse zu optimieren. Ich für meinen Teil kann es mir nicht vorstellen, dass das Ganze einfach nur zufällig passiert. Es müsste doch irgend so ein Grundlevel geben. Schau, jetzt kommen immer mehr drauf, weil die Leute natürlich wissen, dass da was angepasst wurde. Bin auch gespannt, wie sich der Preis im Laufe des Tages entwickeln wird. Aber es müsste doch irgendwie so, bevor die irgendwas releasen, bevor die irgendwas machen, so einen Testlauf geben. Ja, wir hauen jetzt den Content mal raus und schauen testweise, ob da alles passt. Und dann, bevor er halt dann einfach in der Fläche ausgerollt wird. Aber anscheinend hat das hier nicht nötig. Ja, die Umsätze, die sind trotzdem da. Ich würde es mir wünschen, dass sie das Ganze in den Griff bekommen, einfach um ein besseres Spielerlebnis für alle von uns zu haben. Denn mit diesen ganzen Fehlern, die da immer wieder kommen, ja, ist es halt einfach so, dass es mittelfristig dem Game oder auch kurzfristig genauso wie auf dem Long Run im Hinblick auf das Neue, dass es dem Spiel sehr, sehr schadet. Und das ist halt einfach für uns, sage ich mir, Content Creator auch nicht gut, wenn ihr dann irgendwann auch mal überhaupt keinen Bock mehr habt auf das Ganze, weil wir dann doch hier schon ein schönes Umfeld aufgebaut haben und das halt auch so bleiben sollte. Und daher hoffe ich einfach nur noch, und da könnt ihr gerne mit einem Daumen nach oben das Ganze unterstützen, dass irgendwann mal EA drauf klarkommt, um ja den Content dann auch zu liefern, den wir wirklich verdienen. Ja, sie haben uns übrigens auch angekündigt, was als nächstes an Content kommen wird. Aber erstmal noch den nächsten Bug, den es gibt. Wir haben gestern die Pro-Teams-Aufgaben kriegt unter den Zielen und viele können die nicht abschließen. Ja, Manchester City, Atletico Madrid, Real Madrid, also ihr könnt die Tore schießen mit den Spielern drinnen, aber funktioniert nicht. Ja, warum? Weil Spezialkarten hier auch nicht zählen. Ja, du musst einfach eine Goldkarte nehmen. Das ist wiederum für alle Trading-Interessierten hier sehr, sehr gut. Packt euch die Goldkarten von Manchester City, Atletico etc. gerne, zumindest mal auf die Fahrliste drauf. Und dann könnt ihr auch die Aufgaben hier ohne Probleme abschließen. Ich musste dafür extra Goldkarten nehmen. Hab dann auch noch auf die Bank, weil der Tipp kam dann von Dosmil, Grüße gehen raus, ein paar Nationen gesetzt, Schweden, Japan, die haben genauso gezählt, obwohl ich sie nicht eingewechselt habe. Ja, also könnt ihr auch gerne mal versuchen, dass hier die Goldkarten nehmen von den Vereinen, die ihr nicht abschließen konntet, und dann die anderen, die ihr noch öffnen habt, auf die Ersatzbank setzen, ohne sie einzuwechseln, sollte für euch dann auch funktionieren, das Ding leichter abzuschließen. Dann, ja, Teller hat man hier, der Überblick, der Content, der die Woche noch kommen wird. Wir kriegen einen Ehrendivise POTM, Serie A POTM, UEFA Hero SBC, die ist auch schon bekannt, zeige ich euch gleich,
Road to the Final SBC kommt noch eine weitere für die Europa League und eine Showdown SBC. Ja, wäre cool. Bayern gegen Leverkusen. Florian Wirtz gegen Musiala oder sowas in die Richtung. Irgend so ein geiler, wenn es ist das beste Spiel der Bundesliga seit Ewigkeiten, 1 gegen 2. Ja, unglaublich viele Punkte. Da könnt ihr mir schon vorstellen, dass ihr da einen coolen Showdown rausholt. Dann Upgrade-SBCs werden kommen heute Abend hoffentlich. Player Picks. Das wäre richtig cool, weil die Vereine sind mega leer und da könnte man zumindest mit ein bisschen Futter dagegen arbeiten. Dann eine neue Evolution ist angekündigt. Das könnte die Road to the Knockout Evolution sein, die quasi eure Road to the Knockout Karten ohne Playstyle Plus, wie ein Acuna oder ein Kalulu, könnt ihr da hochleveln. Und es werden neue themenbezogene Aufgaben kommen, wie jeden Mittwoch. Ja, kennen wir auch schon, mittwochs dann wieder Free Packs. Ja, hier Future Stars ist das nächste große Event. Ich gehe mal davon aus, dass es am Freitag bereits startet, weil im Ladescreen steht nicht drin Road to the Final. Team 1, Team 2, er steht normalerweise dabei, wenn es ein zweites Team gibt. Und somit können wir davon ausgehen, dass Future Stars diesen Freitag kommt, spätestens nächsten Freitag. Wenn man sich mal Future Stars aus dem Jahr 2019 anschaut, was wir hier haben mit De Jong, Rafael Leao, Davis, Foden, Junior, Vinicius, dann Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, unglaublich krasse Karten, eines der beliebtesten Events in der Community, auch vor allem im Hinblick auf die Akademiespieler. Da einen kleinen Tipp dazu, ja, wer Future Stars kennt, kann ich euch nur ans Herz legen. Hier beispielsweise Mathys Tel ist eigentlich eine Silberkarte. Wenn ihr euch hier diese Upgrade-Packs da jeden Tag mitnehmt, die täglichen Silber- und Bronze-Upgrades, genau wie die Gold-Upgrades, da gibt es ja sogar Tradable-Teilbereiche von den beiden, könnt ihr theoretisch daraus Future Stars ziehen, weil wenn Mathys Tel ist eine Base-Karte Silber, wenn ihr dann dieses Silber-Pack öffnet und die Mathys Tel Base-Silber-Karte ziehen würdet, kommt halt da der Future Stars raus, sofern er im Team ist. Ja, also immer die Base-Version ist entscheidend, aus welchen Packs ihr die Karten ziehen könnt. Hat es eine Bronze-Karte, könnt ihr aus, also ist die Base Version Bronze, könnt ihr es auch aus einem Bronze-Pack ziehen. Also spart euch gerne die Packs bis zum Future Star. Die angekündigte Hero SBC wird Carlos Tevez sein. Das haben sie natürlich auch wieder mega smart hinbekommen. Wenn, ich würde es gerne mal wissen, wie sie da so in ihrem dunklen Stübchen sitzen mit den ganzen Psychologen, mit den Marktforschern, mit den Marketing-Experten und sagen dann, hey, lass uns doch den Tevez erstmal in den Season Pass reinpacken als Leihkarte und ein paar Wochen später die Hero Evolution oder die Hero SBC bringen, um halt dann der Community zu suggerieren, hey, du könntest ja den Tevez jetzt hier auch noch haben, weil du hast ja die Leihkarte schon so gefeiert. Kommt auf jeden Fall als SBC, hat 5 Sterne Skills, die Karte an sich wird definitiv nicht schlecht sein. Dann nochmal als Future Stars gibt es auch eine Prediction. Wollte ich jetzt eigentlich nicht wegen der Prediction Villain anschauen, sondern was ihr zum Kartendesign sagt von Future Stars. Das erinnert mich ein bisschen an Food Birthday, das wird so das nächste große Event dann nach Future Stars sein. Finde auch die Sachen, ich hoffe, die Schrift wird dann eine andere Farbe haben, weil so ist extrem schwierig zu lesen. Kann ich jetzt noch nichts mit anfangen. Bin ich dann gespannt, wie es im Spiel selber aussehen wird. Rodman ist auch schon bestätigt als Future Star Karte. Für diejenigen, die wegen dem Trading Content hier sind, das GG an die, an jeden Einzelnen, der Samstag mit eingekauft hat, 84er und 85er, ja, sind schon gut angestiegen, auch Spezialkarten, 87er Rating etc. gehen immer mal wieder gut raus. Ich würde weiterhin, wenn ihr jetzt nicht wisst, was zu tun ist, mit den Informs mich beschäftigen. 84er könnt ihr auch noch mitnehmen, 85er sind schon ein bisschen stark gestiegen. Ja, bei 85ern müsste man dann schon ein bisschen aufpassen, ob es die Price Range überhaupt noch zulässt. Ja, schaut gerne mal, was heute Abend an Upgrade-Content kommt, was da für euch drin ist, und dann kauft es gerne abends ein oder früh am Morgen, versucht es dann wieder über den Tag hinweg abzuverkaufen, kleine Aufschläge machen, ja, vor allem die spielbaren Karten wie Kolumuani, Davis, Hakimi, ja, Mandy, die spielbaren Goldkarten, die Meta-Goldkarten, ja, gerne noch weiter mit drauf machen, kleine Aufschläge, die hier sitzt, so die 84er, ja, für so Hakimi 4-3, 2-9, 1K drauf, fertig, Chemistry-Style, einfach einer, der zur Position passt, sowas würde ich trading-technisch machen. Wer es nochmal ausführlicher erklärt haben möchte, kann sich gerne nochmal das Video vom Samstag anschauen oder auf nächsten Samstag warten. Da kommt nämlich wie immer einmal in der Woche das Update zum Trading, zum Crafting. Wenn es zulässt, wenn heute coole Picks kommen, dann werden wir definitiv wieder Wege aufzeigen, wie man da ein bisschen auch an die Karten dann an die SBCs auch rankommt, die man machen möchte. Gestern kam auch noch das 87 Plus Icon Pick
Pick 87 plus verstehe ich nicht. 88 plus mit 4 Auswahlmöglichkeiten wäre der Weg gewesen. Jetzt hier so einen Rating Point runterschrauben, dafür aber 4 zur Auswahl finde ich nicht richtig. Entweder sie machen hier bei dem 87 plus gleichzeitig noch die Torte Icons rein oder beim 88 plus dann halt die, ja, die 4 Auswahl dazugeben. Ja, das wäre der richtige Weg gewesen. Von den Spieler-SBCs die beiden schon viel besser als die Honorable Mentions, die wir hatten mit Saliba und Kvaratskhelia vom Preis her. Ja, Martinez hat Rivela beim Schießen, aber hätte sicherlich dann auch hier noch einen Schieß-Playstyle bekommen müssen. Von den Stats her sieht die Karte super aus für 400.000, aber Josh Kimmich ist nach wie vor die beste SBC seit langem. Und ich bedanke mich fürs Anschauen. Gerne noch das Video liken und den Kanal abonnieren, wenn es nicht getan hat. Schönen Abend, bis morgen 15.45 Uhr oder abends dann das nächste Video. Peace out.